Die deutsche Fußballnationalmannschaft verliert ein Spiel nach dem anderen. Vollkatastrophe. Die meisten sagen schon, hey, sagt die Europameisterschaft nächstes Jahr im eigenen Land ab. Und dann passiert was, nämlich der Trainer wird ausgewechselt. Es kommt ein neuer Trainer und dann gewinnt man sofort totale Euphorie. Alle sind wieder begeistert. Also das heißt, ein Shift um 180 Grad innerhalb von ein, zwei Tagen. Wie geht sowas? Hat das was damit zu tun, dass man seine persönlichen Fähigkeiten verbessert hat oder hat das vielleicht ausschließlich etwas mit Mindset zu tun? Meine Meinung ist, das hat ausschließlich mit Mindset zu tun, aber jetzt bin ich ja nicht so der absolute Fußballexperte und deswegen habe ich jemanden gefragt, der wirklich Ahnung hat und zwar Kevin Kurani. Kevin Kurani, ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler, Vize-Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft geworden, ich glaube 52 Spiele in der Nationalmannschaft gehabt und wirklich, ja, jeder, der sich für Fußball interessiert, ne, Kevin Kurani, Legende. Also einfach ein Typ halt, der was dargestellt hat, nicht so diese glattgespülten Jungs wie heute. Und ich habe Kevin Kurani diesen Sommer getroffen und habe ihn gemeinsam mit einem Partner interviewt. Ihr werdet den Partner gleich sehen. Und das ist also ein Mindset-Video. Und Kevin sagt darin ganz, ganz viele spannende Dinge, die man natürlich auch eins zu eins auf die Börse übertragen kann. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr gesprochen. Das ist dann aber alles nicht so für die Öffentlichkeit. Aber das, was ich euch jetzt hier zeigen kann, das ist wirklich total spannend. Und deswegen wünsche ich euch heute ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video mit Kevin Kurani. Heute zwei absolute Legenden hier im Interview. Den einen kennt ihr, ne? Mein Sohn Fritz. Und der andere muss ich auch nicht mehr vorstellen, Kevin Kurani. Und wir reden heute mal darüber, was es braucht, um Erfolg zu haben. Kevin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hier, du bist im Urlaub. Und Halb Urlaub und Trainer von Fritz bin ich auch, genau. Jetzt, oder? Nach einer Woche. Genau, also vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wenn man jetzt so einen Profi trifft wie dich, Profifußballer, da ist natürlich immer so die Frage, was ist eigentlich wichtiger? Ist es wichtiger, dass man so mega talentiert ist oder dass man viel Fleiß und Energie aufbringt? Ja, ich würde sagen, viel Fleiß und Energie. Ich denke, dass viele talentierte Jungs, die ich zusammengespielt habe, auf die Strecke geblieben sind, weil die nicht so viel Fleiß hatten wie anderen, die kein Talent hatten. Und ich denke, wenn man unbedingt es schaffen will und sich glaubt und hart arbeitet, dann kriegen wir seine Ziele auch geschafft. Wenn jetzt jemand ganz neu ist und jetzt sagt, okay, er will zum Beispiel jetzt ein Junger, so wie mein Fritz hier oder auch ein bisschen älter, und der will unbedingt was Großes erreichen, sei es Fußballer oder will irgendwas anderes. Was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei Dinge, die du ihm mitgeben würdest? Das Wichtigste von allem ist immer an sich glauben, immer alles geben, mehr machen als die anderen. Ich glaube, das sind drei ganz, ganz wichtige Sachen. Mhm. Was interessiert dich? Also, hattest du so einen Plan B oder so, falls mit Fußball nicht geklappt hätte? Ja, natürlich. Natürlich ist ganz wichtig Schule. Wenn man im jungen Alter, so wie du, man ist, dann muss man viel lernen, gucken, dass man sich immer weiterentwickelt und gut in der Schule ist. Und Fußball ist eine zweite Sache. Wenn es gut klappt und man damit Geld verdient, dann ist es schön, aber man muss immer vorbereitet sein. Also ich habe mich immer viel mit Immobilien beschäftigt. Also das ist ein guter Punkt, weil du den ansprichst. Jetzt weiß man ja, okay, Fußballer verdienen auch 3 Euro. Und gibt es eigentlich irgendjemanden, der dann auch mal im Verein mal kommt und sagt, hey, mach das so oder mach das so? Oder wird man einfach zur Bank geschickt? Oder wie läuft das dann? Meistens ist es so, dass man klar von zu Hause das mitbekommt. Bei mir war es so, dass mein Vater sehr früher schon viel mit Immobilien gearbeitet hat. Ich sehr viel von ihm gelernt habe. Aber wichtig ist, dass man gut beraten ist. Ich denke, wenn man einen Spielerberater hat, so wie bei uns in der Agentur, ist es wichtig, die Jungs was mitzugeben, dass man auch achtet, dass man Fußball nur 10, 15 Jahre professionell spielt, aber danach nochmal 50, 60 Jahre damit leben muss und sich damit vorbereiten muss und nicht das Ganze schnell auszugeben, was oft passiert. Das heißt also auch jetzt nicht ganz blind immer so einem Berater vertrauen, sondern auch mal sich selber ein bisschen informieren, ein bisschen was machen und so. Das Wichtigste von allem ist, sich immer zu informieren, immer selber nachzuhaken. Sonst wird man auch oft schlecht beraten und oft enttäuscht. Okay, bei deiner ganzen Fußballerkarriere, aber auch bei deiner Unternehmerkarriere jetzt,
Was war so der größte Fehler, wo du sagst, ah, das hätte man vermeiden können? Größter Fehler war, in Restaurants zu investieren, wenn man sich damit nicht auskennt und natürlich aus diesem Gebiet nicht kommt. Dann, das war ein großer Fehler, was ich gemacht habe. Okay, okay. So, letzte Frage muss ich natürlich stellen. Wir sprechen ja hier im Kanal viel über Aktieninvestments. Bist du so ein bisschen in dem Aktiengame mit drin? Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich habe einen Freund, der sich gut auskennt und mir da ein bisschen hilft. Okay, also dann machen wir jetzt einen Deal. Du bringst dem Fritz weiter Fußball bei. Wir beide sprechen über Aktien und dann sollte das laufen. Dann lerne ich von dir über Aktien und Fritz lernt von mir Fußball. Genau. Gutes Deal. Dankeschön. Okay, danke. Kevin, Fritz, vielen Dank für deine Zeit. Bleib so, wie du bist. Und, gell? Wie gesagt, absolute Legende. Und ihr habt es gehört, wenn ihr was erreichen wollt, ne, an euch glauben. Allerwichtigste. Am 19. September, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Kostenfreies Webinar und du kannst dabei sein. Um was geht's? Du kennst ja diese Superinvestoren, ne? Warren Buffett, George Soros, Mark Minervini, Peter Lynch. All diese Trader, all diese Investoren haben über Jahrzehnte teilweise herausragende Performance erzielt. Und wie haben sie das gemacht? Wir haben das Ganze mal untersucht. Und wir sind darauf gekommen, es gibt drei Supertools, die alle diese Investoren, so unterschiedlich sie sein mögen, angewandt haben. Und in diesem Webinar am 19. September um 19 Uhr werde ich dir diese drei Supertools vorstellen. Plan dir ungefähr eine Stunde ein, ne? Also wir machen am Anfang, ich zeige dir das alles, danach gibt es noch ein bisschen Q&A. Ich beantworte dir also live deine Fragen und das Einzige, was du tun musst, hier unter dem Video findest du einen Link, geh da drauf, melde dich an. Beim letzten Webinar waren wir innerhalb von wenigen Tagen komplett ausgebucht. Es gibt nur maximal 2000 Plätze und wenn du also mit dabei sein willst, du musst live dabei sein, weil es gibt keine Aufzeichnung, dann melde dich jetzt ganz einfach an.